Das ist die größte Rutsche der Welt und da rutschen wir jetzt runter. Das ist so unangenehm, hier haben alle geguckt einfach gerade. Bevor es losgeht, braucht man erstmal ein Armband, weil das kostet Geld. Die Rutsche heißt Colossus. Und wir rutschen jede Rutsche heute, okay? Deal? Als erstes wird gescannt. Flo, ich glaube, du bist ein bisschen zu dick dafür. Du musst scannen, scannen, scannen. Nerv ich auch nicht mit der Kamera. Die Rutsche ist auch so groß. Fang mit der kleinsten Rutsche an, das ist die grüne oder rote. Wir nehmen uns so ein Ding hier. Hey. Okay, die ganzen Treppen hoch. Wir sind jetzt auf Höhe 5 Meter und Flo ist der allererste, der jetzt da runterrutscht. Und, Digga, was machst du denn da? Und tschüss. Und war gut? Ja. Ich, dann setzen wir uns jetzt einmal rein. Rutschen zusammen runter. Müssen wir die gelbe Rutsche rutschen und die ist wirklich hoch bei 10 Meter. Jetzt gehen wir erstmal wieder die ganzen Treppen hoch, Mann. Und wir machen noch schnell einen TikTok-Tanz. Ich höre nur Geschreie hier. Ich krieg langsam Angst. 10 Meter ist schon ein ganz anderer Schnack. Jetzt rutschen wir die zweithöchste Rutsche mit 20 Metern. Ich bin gespannt. Aber bevor es weitergeht, heißt es erstmal hochlaufen. Sie noch? Ja. Das sieht auch nicht so aus. Tja, hätte man mehr Kondition gemacht, dann wäre es auch nicht so anstrengend. Das hier ist die zweithöchste Rutsche mit 20 Metern. Hallo! So sieht sehr erschöpft aus da unten. Und auf geht's, die zweithöchste Rutsche. Eigentlich ist es ja nur im Kreis, aber die ist jetzt viel länger. Oh, ist mir schwindelig. Und jetzt geht's zur höchsten Rutsche des ganzen Towers. 50 Meter. Schon 7 Stockwerke hochgegangen und das Ding hier hat immer noch kein Ende. Ist die lange, gerade Rutsche. Sieht aus wie ein Abflussrohr, aber ein XXL-Format. So, schrei mal richtig laut bitte. Das war ja kein großes Schreien. Ich schrei besser. Ich zeig's euch. 3, 2, 1. Das Handy da weg. Wir ziehen unser Respekt vor Colossus. Das war richtig cool. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir sind richtig kaputt. Aber hey, hat Spaß gemacht. Du mal in die Kommentare, ob du damit rutschen würdest. Würdest du dich trauen? Und ob du mir schon gefolgt hast. Meine Challenge. Du schreibst mal in die Kommentare, was ich in Karlserlebnisdorf machen kann. Oder was vielleicht auch ultimativ unangenehm wäre. Mit den meisten Likes wird auf jeden Fall nachgemacht. Du entscheidest. Und bitte nicht zu krass.